Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder was auch immer. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, worum geht's heute? Ich hatte euch einen Prognosecheck versprochen. Werde ich jetzt auch einhalten und noch einige andere Sachen. Was habe ich heute mitgebracht zum ersten Mal? Zuerst einmal, das wären hier zwei wunderschöne Verpackungen. Die sind noch von Alessandro übrig geblieben. Ja, und jeder, der das Video kennt, von Alessandro habe ich nur noch die schönen Barren und eine Münze zurückbehalten. Der Rest ist mit 100% Gewinn verkauft worden. Ja, und diese Umverpackungen waren dabei bei zwei Eagles. Habe ich natürlich sofort umgetauscht, weil ich die Verpackungen so wunderschön finde. Und habe hier zwei Eagles reingesteckt. Zwei 2021er Typ 1 und Typ 2. Weil diese Verpackung hier ist einfach wunderschön und die haben es verdient, mit einem äußerst wertvollen Inhalt bestückt zu werden. Wunderbar, kann ich natürlich irgendwann dann mal wieder wunderbar auch verkaufen. Schon allein die Optik macht 5-6 Euro aus. Ja, nun kommen wir zu meinem Prognosecheck 2022. Ja, wie fast immer habe ich ziemlich gut gelegen. Nur halt die Zeitschiene ist wie immer ein bisschen zu langsam, sage ich mal. Oder ich bin meiner Zeit voraus, ich weiß es nicht genau. Fangen wir doch mal an mit Russland und dem Ukraine-Krieg. Ja, wie ich schon vor ein paar Monaten in einem Video gesagt habe, Putin hat verloren, er kann nicht mehr gewinnen und so weiter und so fort. Es stellt sich jetzt natürlich auch als wahr heraus, schon über 50% des Gebietes, die diese Ratte aus dem Kreml erobert hatte, sind mittlerweile wieder zurückerobert. Und der Rest kommt auch noch. Es dauert halt nur ein bisschen länger als erwartet. Aber mal gut sehen, was unser Held hier Selenskyj jetzt diesen Winter noch zustande bringt und seine cleveren Generäle. Wir werden sehen. Ja, dann kommen wir zur Innenpolitik. Ja, ich hatte gesagt, ja, die Vermögensteuer wird kommen. Eine Reform der Erbschaftssteuer wird kommen und so weiter. Ja, und die Transaktionssteuer wird auch kommen. Mit was? Mit Recht. Um das jetzt auszuführen, würde es zu lange dauern. Nur, es kann nicht sein, dass Geld mehr Geld verdient, als man durch ehrliche Arbeit verdienen kann. Und die wahren Schmarotzer sind nicht die, die nichts haben, sondern die, die alles haben, aber nichts davon aus reinem Egoismus, Narzissmus und hoch, alles meins, 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 nichts abgeben wollen. Das sind nämlich die wahren Schmarotzer. Außerdem, ja, die größten sind für mich, die sich hier für 9 Monate oder so im Ausland aufhalten. Ja, wunderbar, weil das ja alles so schön billig ist. Ja, aber alle 3-4 Monate hier für ein paar Wochen auftauchen, weil sie ihre schöne Krankenversicherung und einige andere angenehme Goodies des deutschen Passes nicht verlieren wollen. Ei der Daus. Ja, und das ist das große Problem hier in unserem Land, weil der wohl hervorstechendste
und auch wohl der erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handle es sich um bloße Meinungen. Uns geht es hier nicht schlecht und trotz aller Fehler, die unsere Regierung unbestreitbar hat, hat sie diese Krise, die wir jetzt haben, an und für sich ganz gut gelöst bis jetzt. Weil, was 16 Jahre verschlafen wurde und ausgesessen wurde durch Merkel und Kohl, das sind quasi 30 Jahre, die verschenkt worden sind, das kann man nicht innerhalb von 12 Monaten reparieren. Ja, und das dann diese, ja, ich hätte jetzt beinahe wieder Ratte gesagt, diese Person aus dem Kreml, da auch noch ein Krieg vom Zaun bricht gegen ein friedliches Volk, das ihm nichts getan hat, ja, das sind natürlich auch die Grünen und die SPD schuld. Ganz klar. Das Einzige, was wieder mal nicht hingehauen hat, das ist die Prognose über den Gold- und Silberpreis, aber die Gründe kennen wir ja alle. Ich habe es ja gerade ausgeführt, der böse Russe ist daran schuld, weil es hört sich jetzt zwar blöde an, aber das meiste Übel, womit wir im Moment zu kämpfen haben, ist er nun wirklich schuld, weil das meiste Übel hängt mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Ja, und dann gibt es dann Leute, wie gesagt, diese Schmarotzer. Ja, oh, hier, Ukraine sollen wir doch fallen lassen und kostet alle Geld. Vor allen Dingen mein Geld, ne? Ja, sicher. Ne? Und so weiter und so fort. An die Konsequenzen, wenn wir ihn gewähren lassen, denkt natürlich keiner, weil, was soll's, interessiert mir ja nicht. Der Arsch ist mir näher wie der Rock. Gut. Ich könnte jetzt auch wieder ein React hinterher schieben über einen Menschen, der gerade in der letzten Woche wieder sein wahres Gesicht gezeigt hat. Er hetzt und tut und macht und gegen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ja, vor allen Dingen nicht seiner Meinung ist, ja, dann werden die Leute dann wieder als Trottel und Arschlöcher und dumm betitelt, weil nur er ja das Salz des Meeres ist und die große Ahnung hat. Ne, dabei hetzt er gegen alles und jedes. Oh, und überhaupt, die Reichsbürger wären ja gar nicht schlimm. Und überhaupt, der Klimawandel und diese Kleber da, alle in den Knast und hast du nicht gesehen. Naja, man sieht ja, was für ein Geisteskind dieser Mensch ist. Ich könnte mich jetzt großartig drüber auslassen, aber es lohnt nicht, weil er sowieso alle paar Wochen seine Videos löscht, damit man ihm nichts mehr beweisen kann und sich dann auf seinem Kanal beweihräuchern kann. Oh, er würde ja niemand beleidigen und ist ein ganz friedlicher Junge und bla bla. Aber gut. Da wird sich dann wahrscheinlich ja jetzt demnächst auch wohl YouTube drum kümmern, wie man so hört. Ja, und wenn das so weitergeht, wird man seinen Kanal nämlich von YouTube schließen. Das hat jetzt auch nichts mit Zensur zu tun, sondern ist meines Erachtens längst überfällig. So, also als Fazit kann man sagen, uns geht's nicht so schlecht. Und fürs nächste Jahr, wenn der Winter überstanden ist, ist das Gröbste für uns auch überstanden, weil da kann der gute Herr Putin sein Gas oder was auch immer nämlich behalten. Weil die ganzen Sachen sind alle schon, ja, vorbereitet worden. Gut, es hat Geld gekostet, aber die Weichen sind gestellt. Und wir werden dann sehen, was demnächst passiert, wenn er richtig einen über die Mütze kriegt. Gut, mit den Preisen der Edelmetalle, sie werden natürlich steigen,
vor allen Dingen auch der Silberpreis, auch wegen dem Wegfall der Differenzbesteuerung. Ich war dieses Jahr bei ungefähr 35 bis 40 Dollar am Ende des Jahres. Ja gut, hat aus bekannten Gründen nicht hingehauen. Und beim Goldpreis hatte ich gesagt, bis zu 2300, 2400 Dollar wäre möglich. Ja, es wäre auch möglich gewesen, wenn halt nur dieser Krieg und die ganzen Begleitumstände nicht dazugekommen wären. Wie gesagt, ich sehe die Sache noch recht entspannt. Uns geht's gut, niemand wird erfrieren, niemand wird verhungern und so weiter und so fort. Wir müssen nur erstmal diesen Winter überstehen, ja, und dann werden wir weitersehen. Was mich wirklich Sorgen macht, das ist die Rückkehr des Faschismus in unserem Land, weil dieses Land überrascht mich immer wieder. Wie es gerade die Verelendungstheorie bloßstellt, ist zauberhaft. Jahrzehntelang will man uns einreden, dass Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit und Mangel an Bildung und so Phänomene wie Faschismus erzeugt. Klar, die Armen sind gefährlich, die Arbeitslosen unkontrollierbar und die Dummen brutal. Eine sehr nützliche Theorie. So wird uns Wirtschaftswachstum zum automatischen Subjekt des Antifaschismus geadelt. Und dann kleben sich ein paar Leute auf die Straße, um für etwas zu demonstrieren, was eh alle gut finden und auch wollen. Und auf einmal wird deutlich, die Reichen kommen damit nicht klar. Nur zum Verständnis, diese ganzen Klebeaktionen halte ich auch für kontraproduktiv, weil die berechtigten Forderungen und so weiter, die die Leute haben, werden dadurch konterkariert. Ja, und die Leute, das verkehrt sich ins Gegenteil, weil so geht's nicht. Man kann nicht irgendwie sich an Bilder oder auf Straßen kleben, obwohl die Forderungen und so weiter, die die Leute haben, ja durchaus berechtigt sind. Ja? Da stehen dann plötzlich feiße Speckgürtel-SUV-Fahrer vor der Kamera und jubilieren über die Präsentivhaft. Da stellen sich reiche, korrupte Politiker hin und fordern an und für sich standrechtliche Erschießung, wenngleich man sich vorerst natürlich mit dem Code Wegsperren begnügen muss. Da entsteht der Faschismus, weil verwöhnte, dekadente Säcke mit proppenvollen Weinkellern es nicht ertragen, dass sie nicht wegen einem der üblichen rituellen Verkehrsmenschenopfer im Stau stehen, sondern weil Leute gegen Klimakatastrophen, Nahrungsmittelverschwendung, teurem Nahverkehr und für Tempolimit und Vermögensteuer protestieren. Meine Kontakte zum sogenannten Lumpenproletariat, zu armen Menschen, sowohl in Deutschland als auch in der Karibik und auch in Afrika, haben mir vor Augen geführt, dass der Faschismus nicht aus Armut entsteht, sondern aus dem Konservativismus, aus der bürgerlichen Ideologie, dass die Reichen reich bleiben sollen und dass der Staat die Reichen schützen muss, dass die Armen eben das Ihrige verdient hätten. Nur zur allgemeinen Information. Ich bin weder ein Grüner, noch bin ich ein Rechter und ein Linker bin ich schon mal gar nicht. Ich komme aus der realistischen Ecke und politisch gesehen sehe ich mich in der Tradition von Helmut Schmidt,
und Willy Brandt, zwei der fähigsten und besten Politiker, die wir jemals hatten. So viel zu diesem Thema. Und damit verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal mit einem fröhlichen Bis neulich.